Sieht aus, als ob das Spiel Suchtpotenzial hat. Absolut. Hat die Intelligenz eines 5- bis 7-jährigen Kindes. Was soll das denn heißen? 5- bis 7-jährige Kinder sind scharf auf Pfeile im Arsch? Das, also bitte, das habe ich mir jetzt hoffentlich nur ausgedacht. So, das könnte ich jetzt auch so essen, aber ich esse mal die da. Ach, das sind gegrillte Pilze, genau. Die kann ich eigentlich essen. So, jetzt sind die auch mal weg. So, aber das, Pukuchu, um nicht Pikachu zu sagen, sage ich jetzt nur noch das Pukuchu. Das ist jetzt nicht mehr da, ne? Ich habe übrigens ungenutzte Statuspunkte, Leute. Ich erhöhe mal mein Gewicht. Ich wurde gerade angegriffen, habe ich gerade gemerkt. So, wir müssen zurück zum Portpunkt. Genau, wir werden uns nämlich zurückporten wieder. Ich darf nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Nicht, dass mein Camp mich braucht. Kann ich das looten? Oder ich loote noch ein kleines bisschen, bevor wir wieder rübergehen. Aber hier gibt es nicht so viel zum Looten, ne? Also Steine zum Kloppen meine ich jetzt gerade. Viel Platz haben wir nicht. Ich nehme mal die Steine da hinten. Guck mal, hier sind doch einige gute. Ich nehme mal die und loote die nochmal ein bisschen ab, bis wir gehen. Und dann haue ich ab hier. So. Lauri, hallöle. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine. Woo. Na, 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 na. So, warte. Gleich noch ein bisschen weiter. Sie sind 50 Nachrichten nur. Hallo, hallo, ai, ha, hallo, la, hallo. Ihr seid ja wieder geil drauf. So, jetzt fertig. Und jetzt porten wir uns zurück. Toffee. Oh man, Leute, oh man. So. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann ich das nächste Mal den Boss versuchen soll. Für diejenigen, die da draußen dieses Spiel spielen und schon ein bisschen weiter sind als ich, wann habt ihr den Boss gemacht? Und habt ihr überhaupt gemacht? Und wenn ja, wann habt ihr ihn gemacht? Das würde mich mal interessieren. So, warte. Also, warte, so. Die hole ich mir mal rüber. Die lasse ich zubereiten. So. Und ist mein Ei mittlerweile geschlüpft? Oh, jetzt bin ich gespannt. Düsteres Jumbo-Ei. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, es kommt, es ist ein... Schon wieder ein Tombat? Ja, toll. Gewöhnliches Ei oder ein Ei? Nehmen wir das gewöhnliche Ei. Das klingt irgendwie lustiger. So, so. Das dauert nur 6,5 Minuten. Okay. Ich habe schon wieder einen Tombart. Neon, hey, ein Jahr ist vergangen. Heißt, ich muss wieder auftauchen. Und seit einem Jahr bist du nicht mehr hier gewesen? Das fällt dir ein. Nee, alles gut. Freut mich, dass du wieder da bist. So. Ups. Ich hatte immer die falschen Knöpfe. Da sind schon wieder keine Steine drin, ne? Generell. Die Sachen. Das ist gerade was aus meinem Inventar verschwunden. Ich hab's doch gesehen. So, muss ich noch was reparieren? Nee, das geht alles nur. Okay. Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Moin auch an dich! Hallo! Oh, Überfall! Überfall! Hilfe! Gobby, danke, danke! Aber ich werde überfallen. Ich muss aufpassen. Ich kann ja nichts sehen. Die bringen mich gleich um und ich sehe das nicht. Dankeschön. Freut mich, dass du wieder da bist. Was war früher in der Schule dein Lieblingsfach? Gar keins. Ich habe Schule scheiße gefunden, von vorne bis hinten.
Ist wirklich so. Ich gab keinen Fall, was ich toll fand. Gar nichts, wirklich. Also an die Realschulzeit gar nichts. Später im Studium oder sowas gab es vielleicht so ein bisschen was, was mich mehr interessiert hat. Marketing halt, aber in der Schule fand ich alles scheiße. Bring sie alle! Ach so. Jetzt wird sich hier erstmal ordentlich geprügelt. Pelz, steht mir bei! Warte, komm her. So. Gegner besiegt. Komm her, du. Die schlafen schon alle, weißt du? Ich werde angegriffen und die schlafen alle. So. Ja, da kommt nur einer. Spätzünder. Warte. Zip. Und. Zip. Und. Zip. Und. Zap. Und. Zip. Und. Zap. Peng, voll in die Fresse. So. Das reicht jetzt aber auch, ne? So viel Action so mitten am Abend. Meine Pals wollen schlafen. Unglaublich. So viel Stress hier. Fangen die Verbrecher. Hätte ich aber auch mal versuchen sollen, sie einzufangen mit der Sphäre? Vielleicht hätte das geklappt, oder? Schön, dass ich meine Zuschauerserie teilen soll und es dann nicht funktioniert. Twitch ist halt manchmal auch ein bisschen buggy, ne? So ein kleines bisschen. Leider habe ich immer noch nicht das genügend für das Ding hier, ne? Oder? Nee. Aber die Palladium-Bruchstücke, wo sind die jetzt schon wieder hin? Ich verstehe es nicht. Warum verschwinden meine Sachen? Auch 15 Steine. Ich hatte welche. Ich weiß nicht, wo das ganze Zeug hin verschwindet. Schmeißen die das wieder da unten in ihr Geheimlager? Das ist aber nur Holz, ne? Ja, das ist nur Holz. Da unten war noch ihr Geheimlager, oder? Irgendwo hier war das. Die überall liegt Scheiße, weißt du? Leute, aufräumen. Die Perlen sind wie Kinder. Die muss er erstmal beibringen, wie man vernünftig hier aufräumt. Das Tutorial geht aber lange, oder kommt es mir nur so vor? Hä, das ist doch kein Tutorial, oder? Ach so, doch da oben, das rechts. Ja gut, ich muss noch ein Perl fangen und den Boss besiegen. Und da, na, das mit dem Boss besiegen ist halt nicht so einfach, ne? Das dauert halt erst so eine ganze Weile. Ich könnte es jetzt nochmal probieren. Ich bin jetzt Level 10, aber ich weiß nicht, ob ich es schon wieder probieren sollte. Mhm. Ich könnte das Viech reiten. Ja, das brauche ich alles gar nicht. Ja, eben, ich bin jetzt Level 10. Ich weiß nicht, wie schnell ich da wieder reingehen sollte. Ich könnte viel, viel Kohle mitbringen. Kohle. Viel Essen mitnehmen, damit ich mich wieder heilen kann. Und ich habe jetzt auch viele, viele Pfeile. Ich könnte es nochmal probieren. Soll ich? Soll ich jetzt auf Level 10? Level 11 bin ich ja mittlerweile. Soll ich den Boss nochmal probieren? Okay, Sabriel sagt, ich war Level 17 oder 19, als ich den gemacht habe. Ich kenne ja einen Trick. Ich habe ja einen Trick rausgefunden, wie man am besten den Gegner besiegt, ne? Aber ob sie jetzt nochmal probieren sollte, weiß ich nicht. Der Unterschied, Kinder können das Aufräumen lernen, Perls irgendwie nicht. Ist halt echt so, ne? Die lernen halt wirklich nichts, habe ich das Gefühl. So, da ist noch genug drin, das passt. Ja. Bevor ich da reingehe, versuche ich jetzt nochmal kurz. Ich verbessere mich nochmal ganz kurz, ne? Warte. So, Achso, dafür brauche ich Stoff und Eisdrüse. Das war eigentlich nicht. Dann versuch mal das hier. Dafür brauche ich noch Stein. Ja, gut. Aber es geht ja eigentlich noch. Wenn es jetzt machbar gewesen wäre, nicht mal ganz kurz noch hier zu verbessern, dann hätte ich es gemacht. Aber so, dann lassen wir es erstmal. Ja, dann kann ich es nochmal probieren. Die Frage ist nur, ich habe halt... Meine Perls, die ich habe, sind jetzt nicht gerade die stärksten. Aber gut, probieren geht über studieren, ne? Wie viel Essen habe ich jetzt dabei? Warte. Gar nichts. Ich soll vielleicht erstmal auf mein Essen warten. Warte, ich helfe mit. Okay. So.
Guck mal, dann geht's schneller, guck. Zack. Zu zweit schaffen wir das. Mein Füchschen. Welcher Boss denn? Der erste. Den habe ich mit Level 13 gemacht. Okay, mit Level 11, dann probiere ich es mal mit Level 11. Komm, ich probiere es einfach. Ich nehme jetzt ein bisschen was an Essen mit und dann probiere ich es einfach, okay? Wie gesagt, ich habe ja einen Trick herausgefunden. Wenn der jetzt doch mal funzt, dann bin ich dabei. Dann mache ich es gerne nochmal weiter. Aber schauen wir mal. Ich würde es halt gerne echt schnell schaffen. Das dauert aber auch echt lange, ne? Ich wollte eigentlich noch Pilze mitnehmen, aber... Oder sie zumindest mal auf den Herd schmeißen. Das dauert ja 30 Jahre. Und ich habe nur Unterstützung durch das Viech, ne? Ja, und sonst so? Was habt ihr denn sonst so die Woche gemacht ohne mich? Uns war so langweilig, Toffi, du warst nicht live. Da konnten wir uns nur noch in unsere Ecke verkriechen und haben unsere Beine festgehalten in der Embryonalstellung und haben uns hin und her gewippt und geweint. Genauso stelle ich mir das vor. So, und jetzt will das Viech da hinten auf jeden Fall nicht mehr nachhelfen, weißt du? Ich kann ihm ja leider keine Spitznamen geben, sonst hätte ich es längst mal gemacht. So. Gearbeitet, was sonst. Ja, stimmt. Hätte ich mir auch denken können, ne? Was frage ich auch so doof? Irgendwie bin ich bin irgendwie ständig müde. Lenya, Dito, hatte ich auch das Problem. Aber mein Sohn hat es jetzt tatsächlich wieder geschafft, drei Nächte lang nicht aufzustehen. Ich bin so froh, dass es langsam wirklich, Klopf auf Holz, dass es langsam wirklich besser wird mit ihm, was das Nachtsaufstehen angeht. Ich bin so froh. Das hat mich so rausgerissen. Ich war so müde, ständig. Das war... Also von dem her, ich kann es verstehen, Lenya. Und du hast ja auch noch ganz andere Arbeitszeiten wahrscheinlich, oder? Als angehende Konditorin, oder? Wobei Konditorinnen müssen natürlich, oder Konditorinnen müssen nicht so früh aufstehen. Das ist ja nicht so wie beim Bäcker, glaube ich, oder? So, soll ich es nochmal probieren? Komm, probieren wir es. Achso, halten, gedrückt halten, ne? Ja. Angst, Angst. Ja, ich schaff's schon. Komm. Ihr seid bei mir. Wir versuchen alle unser Bestes. Close-up auf den Busen. Kumpel von mir ist immer so um 3 Uhr oder so aufgestanden. Unterschiedlich. Manchmal 7 Uhr und ab und zu 1 Uhr. 1 Uhr nachts tatsächlich? Krass. Okay, dann ist es natürlich. Na, okay. Und um 3 Uhr ist natürlich auch heftig. Ja, ich weiß ja, vom Bäcker weiß ich es ja, dass die immer sehr, sehr früh aufstehen. Aber beim Konditor wusste ich es jetzt nicht, ob die das wirklich so früh machen. Ups. Wie weiche ich nochmal aus? So, ne? Ja. Wow. So, erstmal hier mein Pell rausholen. Und hier kurz in den Arsch! Nee, doch nicht. Ja. Guck mal, der greift nur mein Perl an. Das ist sehr praktisch. Brauche ich mir keine Gedanken machen. Oder doch? Also die Pfeile sind bestimmt hier Gold wert. Ihr seht's schon. In die Fresse! Aber es ist halt echt, guck mal, ich ziehe ihm halt kaum was ab, ne? Es dauert schon eine ganze Weile, bis man den besiegt hat, glaube ich. Und irgendwann gehen mir die Pfeile aus. Hilfe! So, mein Trick war es, erstmal hier dran zu stehen und hier stehen zu bleiben, aber der scheint nicht mehr zu funktionieren, der Trick. Genau, hier bin ich stehen geblieben, da konnte er nicht hier weiter. Guck, da geht er immer wieder zurück. Guck, genau so hat er letztes Mal ausgesehen. Voll der Lackaffe. Oh. In den Arsch! Entschuldigung, ich muss es probieren. Na gut, aber wenn das so weitergeht, kriegen wir es vielleicht gerade so hin. Ich ziehe halt echt zu wenig ab. Ich würde gerne mehr abziehen. Oh. Ups.
Ist mein Perl tot? Oh, tatsächlich. Ups, falscher Knopf. Hier, bitteschön, das nächste. Nein. Wait. Wo ist mein Perl? Hilf mir. Hilf mir doch. Sieht es gar nicht als Konkurrenz an, weißt du? Ja, lass mich in Ruhe. Geh weg. Aua. Nein. Ich bin paralysiert. Hilfe. Warte mal kurz. Ich muss ganz kurz was essen. Kurz warten. Oh Gott, warte. Kurz warten. Pause. Time out. Es brennt. Das ist schön. Immer den Schuss natürlich schön aufgeladen lassen, damit wir mehr Schaden machen. Aber es ist echt nicht leicht. Oh oh. Upi. Und die Säulen sind natürlich Gold wert. Wenn du da dich drumherum verstecken kannst, ist das eigentlich ganz gut. Ah, Mist. Ich prüge jetzt mal so auf ihn ein. Wenn ich ihm ganze Pfeile verschwende hier. Solange er abgelenkt ist auf das andere Viech, kann ich ihn ja eigentlich einprügeln, oder? Auf ihn. Oh oh. Hilfe! Hui! Upsi! Aber Foxy macht seinen Job ganz gut eigentlich. Hält ziemlich gut durch, hätte ich nicht gedacht. Nicht, dass ich auch gleich brenne, wenn das Viech brennt. Immer gespannt. Schön den Hintern versuchen. Ja, da steht er drauf. Oh, Danger! High Voltage! Hey, warte. Ich gebe dir mal ein bisschen was zu essen. Guck mal, meinem toten Viech kann ich auch was zu essen geben. Bringt das was? Warte. Auf den Arsch! So. Oh! Aua. So, mein Leben geht aber auch nur langsam wieder vorwärts. Oh, das nächste ist down, warte. Der Elefant! Der kleine süße Elefant. Also wenn der was kann, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der. Dass der ein bisschen schwach ist. Ah. Ich brauche mal deine Wellnessdusche. Warte mal. Gib mir mal deine Wellnessdusche. Danke. Die braucht sich gerade mal. Da konnte ich mich nämlich heilen mit dem. Das ist gar nicht so schlecht. Guck mal, der ist nass. Oh, guck mal, das Viech ist ganz feucht. Oh man, diese Elektro-Dinger, ne? Achso, ach. Nein. So. Oh Mann! Warte, ich gehe wieder auf Fernkampf. Das nervt so extrem gerade. Nein, Fernkampf. Warte. Da. Ist das schon wieder tot? Das nächste ist tot! Mann, ey! Wie lange schnell sterben die denn? Wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Aber wir haben ja schon eher über die Hälfte abgezogen. Das wird doch was. So. Flinkes Händchen kann ich machen. Oh. Oh. Dieses Rumhüpfen, das geht voll auf den Sack. Au! Oh, ich Trottel, ich renne da auch noch rein. Ja, jetzt muss ich leider mich ein bisschen. Gibt es auch Heil-Items eigentlich? Oh, das nächste ist tot. Meine Rüstung ist beschädigt. Ich werde gleich sterben, Leute. Wenn ich nicht jetzt hier aufpasse. Greif doch mal an! Mein Monsterchen. Upp. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen aufs Ganze gehen. Geh aufs Ganze mit Toffee-Träger. Oh, oh. Wow. Oh, ich hab ihn doch fast. Dauert nicht mehr viel eigentlich, aber es ist halt doch noch einiges.
Ja, Hilfe! Hilfe! Nein! Ah, ich bin tot. Ah, it's me, Jule, hallo! Die Zeit lang. Nee, bei mir war das jetzt auch die Rüstung. Die Rüstung war zu schnell kaputt, tatsächlich. Du wusstest nicht, dass die Rüstung so schnell in den Arsch geht. Die ist so schnell im Arsch gewesen. Dauert nicht mehr viel. Ja, stimmt doch auch, oder? So, jetzt muss ich erstmal mein Zeug holen, bevor ich das alles wieder neu looten muss. Schnell mein Zeug! Schade. Ja. Aber gut, ich hab's wenigstens versucht. Aus Fehlern lernt man. Und Toffi macht viele Fehler. Also lernt er sehr, sehr viel. Kann man das so selten sehen? Deswegen habe ich es dann mit Pelzrüstung gemacht. Plus Flammenwerfer. Ja, das mit dem Flammenwerfer habe ich tatsächlich noch nicht. Das muss ich mir auch mal angucken. Warte mal, wo muss ich hin? Da hoch. Das geht, glaube ich, mit dem Feuerviech, ne? Das muss ich mir... Habe ich mir das schon freigeschalten? Ich glaube, ich habe es noch nicht freigeschalten. Dann muss ich das mit dem Flammenwerfer mal probieren. So. So, Moment. So. So. Wieder zurück. Ich sehe das nicht so eng, Leute. Ich weiß, viele Leute gehen jetzt hin und sagen, Toffi, du Lappen, du Noob, geh kacken. Nein, ich sehe das anders. Dieses Becken deines Chars, ich muss da immer hingucken, tut mir leid. Ja, deswegen habe ich das ja auch, weißt du? Das ist ein echter Hingucker. So. Ich verstehe es immer noch nicht, warum da die Hälfte der Sachen nicht sitzt. Die können wir nochmal rüber. Oder, beziehungsweise habe ich da, die da schon drin? Nee. Okay. Nein, ich will die andere Kiste. So. Die können darüber, die Elektrodrüsen. Und da war ja sowieso nichts, ne? Ah, doch, ein bisschen was. Okidoki. Gut, das Essen habe ich jetzt auch nicht so wirklich dringend gebraucht, weil, ne? Eine Rüstung ist... Die kann ich jetzt aber wegen der Eisdrüse tatsächlich nicht verbessern. Die Eisdrüse müsste ich mir erstmal holen. Da muss ich erstmal wieder die andere Rüstung machen. Wenn ich es kann. Ja. Stoffkleidung. Weil die ist kaputt. Gut, das heißt, wir müssen uns erstmal um unsere Monsterchens kümmern. Die müssen alle ins Lager. Alle halb tot. Oder sind schon tot, wie auch immer. Melpaka ist das Einzige, was überlebt hat. So, dann nehmen wir euch mal mit hier. Na, vielleicht nicht auf dem obersten Platz hier. Nehme ich mal Melpaka ganz nach oben, ne? Du gehst dahin. Hier, guck mal, Level 4, Level 5, das bringt mir nicht viel, ne? Level 9, warte mal, dann machen wir es mal so. Dann könnte ich mal kurz die Flammenwerfer... Oh, Level 11, warte mal, ist viel besser. Flammenwerfer-Gedöns könnte ich dann auch mal austesten. Ja, machen wir es mal hier so. Ich probiere es mal. Vielleicht kriege ich es ja hin. Das ist Level 1. Cremis. Cremig. Ganz schön cremig, das Vieh. Und ich kann mein Ei noch angucken, ob es geschlüpft ist. Bestimmt ist es schon geschlüpft. Sind übrigens auch geheilt, wenn du geschlafen hast. Ach so, okay. Oh, gut. Gut zu wissen. Das wusste ich ja auch nicht. So, Achtung. Wir brüten es. Es kommt bestimmt was ganz Tolles bei raus. Noch ein Rip Bunny. Wieso kriege ich immer die gleichen? Wo ist mein anderes Ei? Hä? Ich hatte noch eins. Habe ich das aus Versehen ins Lager gelegt? Hat das jemand gegessen? Sag mal, wo... Hier verschwinden ständig Items. Kann das sein? Ich hatte noch eins. Ich bin mir 1000%ig sicher. Ich habe doch mein Ei nicht gegessen. Erzähl mir nichts. Ich fühle mich langsam wirklich verarscht hier. So, das mit dem Flammenwerfer teste ich jetzt gleich mal. Erstmal hier ein bisschen Pilze machen lassen.